Das ist ja eine schöne Suppe. Erstens, Brot ist im Fach, zweitens, Wurst ist aus, drittens, Milch ist im Stall, viertens, Bussi, mal wie. Hallo. Hallo, Frau Ortmann. Ist das hier richtig? Ja, ja. Schön. Gell? Also, kurzes Briefing. Der Hai ist ein Riesenangeber, aber ohne ihn läuft nichts. Wenn Sie die Wohnung haben wollen, müssen Sie vor allem immer lachen, wenn er lacht. Dann ist er zufrieden. Ansonsten lassen Sie es mir machen. Alles klar? Alles klar. Hi! Hi! Was macht die hier? Das war meine Idee. Die kann nämlich nur besser mit dem Hai wie ich. Sind zusammen schon gegangen. Wenn die Stocki mitlacht, haben Sie die Wohnung quasi schon im Sack. Herr Hofer! Hallo! Frau Ortmann, grüß Gott. Sie haben mir gar nicht gesagt, dass Sie umziehen wollen. Ja. Da? Ja. Wie viel der Stock? Erster. Ski. Ja. Gib mal. Ja. Immer schön lachen. Ja, egal was er für ein Blödsinn hätte. Aber nicht übertreiben. Ja, und bloß nicht gescheiter herreden. Das mag der Klausi überhaupt nicht. Am besten sie überlassen uns das Reden. Ist er schon da? Müsst eigentlich. Er wollte in der Wohnung auf uns warten. Ja, also, wie lautet die Parole? Mund halten und lachen. Mei, ist die schier, gell? Herr Hai? Klausi? Oh, und die Schiene Bad. Mei. Hören Sie das auch? Na? Hi. Ich ruf mein Bruder an. Frau Ortmann, kommen Sie. Ja, schaut. Marie, was ist? Du musst sofort kommen. Wieso? Wohin? Da ist ein Toter, ein Leich. Echt? Wo? Heilige Geiststraße 7, erster Stock. Aber dir geht's gut? Ja. Du rührst nichts an, gell? Kommst du jetzt endlich, Herrschaft? Freilich, ich bin schon unterwegs. Bis gleich. Moin, moin, Herr Kollege. Das ist die grüne Taste zum Rangehen, Herr Hansen. Sollten Sie es schaffen, dass Sie es abhören, dann lassen Sie auf meine Schwester der Leicht gefunden. Das ist Herr Hofer. Der will doch nur die Entschuldigung für sein Zu-spät-Kommen loswerden. Times Square hat noch zugehabt. Und dann morgen ohne Kaffee. Aufstehen. Also, meine Schwester hat der Leicht gefunden in der Heiligen Kreisstraße 7 im ersten Stock. Ich wäre ausnahmsweise nicht böse, wenn Sie es einmal vor mir schaffen würden. Also, bis gleich. Herr Mohr, wo ist die Heiliggeiststraße? Die Heiliggeiststraße, die ist ganz in der Nähe. Das ist gut, da fahren wir nämlich hin. Gibt's ein Leich? Ja. Also kein Kaffee. Die Wurm ist unterwegs. Ich gebe mal Frau Stockel Bescheid. Die Frau Stockel, die kommt heute später. Das haben wir gar nicht gesagt. Sie kommt doch nicht viel später. Macht sie jetzt einen auf Hofer? Ja, nein. Und jetzt zur Leichen. Pass auf. Danke. Haben Sie den Täter gesehen? Ja? Würden Sie ihn wiedererkennen? Geht das auch konkreter? Circa 35 bis 40 Jahre alt, etwa 1,80 groß, dunkelhaarig. Aha. Hat er auch was angehabt? Ja. Was denn? Dunkle Jacke, dunkle Hose, dunkle Schuhe. Also mehr der dunkle Typ, hm? Es ging alles sehr schnell. Aber Sie hätten wahrscheinlich gleich die Fingerabdrücke genommen. Hey. Du hast eine Frage gestellt. Das ist mein Beruf. Ja, sicher. Und? Nehmen Sie die Wohnung trotzdem? Der Schwester hat sie mit der Ortmann zusammen die Wohnung da angeschaut. Wieso? Was kommt sie denn wohl? Meine Schwester. Die Ortbaum. Also. Kann sich die das überhaupt leisten? Ja, da wird sie halt diesen neuen Wohnungszuschuss selber genehmigt haben. Na wie? Was ist denn mit der Schwester jetzt? Gott sei Dank.
Frau Stock, was machen Sie da? Ja, ich war auch dabei. Wir sollten Sie nicht im Büro sein. Herr Hofer, durch uns haben Sie einen neuen Fall reingekriegt, wenn wir nicht gewesen wären. Ja, danke, Frau Stockl. Wo ist denn die Leiche? Den Toten kennst du auch. Das ist der Heiklausi. Stimmt. Da lacht die Immobilienfuzzi. Ja, jetzt lacht er nimmer. Grüß Gott, Frau Dr. Gern. Hallo. Und, woran ist er denn gestorben? Vielleicht an der Schere. Auf jeden Fall ist er nicht länger tot als eine Stunde. Dann muss das passiert sein, kurz bevor unsere Damen aufgekreuzt sind. Genau. Der Täter war ein Mann. Er war noch in der Wohnung, als die drei hier aufgetaucht sind. Frau Ortmann hat ihn gesehen. Da ist er hier. Ja gut, danke, Frau Doktor. Auf Wiedersehen. Tschüss. Danke Ihnen. Frau Stockl, Marie, sagt's mal, ihr zwei, habt ihr den Täter endlich auch gesehen? Schade. Sie kennen den Toten? Ja, der war früher arm wie eine Kirchenmaus. Dann ist er nach Amerika ausgewandert und hat sein Glück gemacht. Vor 5 Jahren ist er zurück. Der Klausi war der begehrteste Junggeselle von ganz Rosenheim. Tja. Ich kenne ihn vom Stadtrat. Er und der Hartinger haben sich da laufend gefetzt. Hartinger? Wer ist das jetzt wieder? Ein ortsansässiger Immobilienmakler. Kennt ihr eigentlich jeder? Fast jeder. Ja. Der Hai, wie er wieder aus Amerika zurück war, hat ihm in kürzester Zeit das Wasser abgeräumt. Ja, ich muss los, ich fahr ins Büro. Bitte gleich. Ja. Servus jetzt. Wiederschauen. Tschüss. Und was, wenn ich bei Ihnen das teuerste Getränk kaufe? Einen guten Champagner hätten wir im Keller. Ist doch gut. Und so haben wir geöffnet. Bitte. Darf ich? Ja. Nix. Sie hat einen kleinen Blick für sowas. Wenn der Dame die Tür aufhalten, das können wir zwei auch. Ja, aber bei uns kommen nie so schöne Frauen raus. Zum Wagen. Okay. Trage mal schnell die Kiste zum Wagen. Können Sie auch langsam machen. Geh, Frau. Nein, danke. Bitte. Das Bild kenne ich aus dem Fernsehen. Welches Bild? Dass junge Leute in Businesskleidung mit Kisten aus ihrem Büro kommen. Aber meistens waren es Banken, die Pleite gemacht haben. Ich hoffe, Sie entsprechen nicht dem Bild. Doch, leider. Das war mein letzter Arbeitstag. Es tut mir leid. Sie haben ja nicht gekündigt. Und schon was Neues in Aussicht? Nein. Dann viel Glück bei der Jobsuche. Danke. Vielleicht sieht man sich ja wieder. Der Hartinger ist nicht da, der ist auf Besichtigung. Der Michi holt ihn jetzt. Gut. Und, Verabredung schon klar gemacht? Ja. Na fein. So, das ist mein Bester. Wenn Sie ihn bitte kalt stellen. Ich brauche ihn erst später. Sie lernen segeln? Ja. Am Chiemsee. Und das bringt Ihnen ein junger Kommissar aus Hamburg bei? Woher wissen Sie jetzt das? Ich habe ihm das Buch geschenkt. Olaf Hansen. Ah. Er hat mir viel von Ihnen erzählt. Dass Sie bei ihm Segelunterricht nehmen, wissen Sie sicher auch, wo sein Boot liegt. Freilich. Was ist mit Fingerabdrücken auf der Tatwaffe? Hat der Täter abgewischt.
Und Frau Ortmann ist dem Täter begegnet. Ja, aber die Beschreibung ist mehr als dürftig. Wir sind schon die Kartei durchgegangen. Fehlanzeige. Na, trotzdem muss der Täter davon ausgehen, dass sie ihn identifizieren kann. Allerdings. Solange der Täter auf einem Fuß ist, ist Frau Ortmann in Gefahr. Ja, ich habe schon Polizeiobermeisterin Randacher herbestellt. Sie wird sie bewachen. Unser Safehouse ist leider belegt. Was ist mit München? Dauert so lange, bis die das bearbeiten. Dein Hotel? Keine gute Idee. Ist schwer zu bewachen bei dem ganzen Kommen und Gehen. Und dann haben die meistens noch mehrere Zugänge. Herr Hansen, wie wär's mit Moby Dick? Mein Boot? Ja, oder Ihrem Bootshaus? Also ich meine, da gibt's nur einen Zugang über den Steg. Da bräuchte man auch nur einen Mann abstellen zur Bewachung. Also ich finde das keine gute Idee. Ja, und wie wir dann in das Zimmer reingeschaut haben, da ist ein Dogling daheim. Tot, mit einer Schar im Rücken. Was? Schere. Ja, nein, was? Ein Hai haben sie da gestochen. Ja. Aber da bearbeite ich gerade eine Anzeige. Einbruch, Sachbeschädigung, Vandalismus. Erzähl. Unser sauberer Herr Hai hat wohl ein paar sehr unsaubere Entmietungsmethoden angewandt. Vor keiner Sauerei ist der zugeschreckt. Der hat Klofenster zumachen lassen, Wasserschäden provoziert, Keller ausgehabt, das ganze Programm. Und eine Mieterorganisation aus der Herbststraße hat ihm angezeigt. Da hat er so ein Haus stehen, wo er die Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umwandeln möchte. Und der Sprecher von der Mietorganisation, Fratschner Martin hat der geheißen, der hat sie mit dem Hai angelegt. Was? Der Klausi? Ja. Frau Ortmann? Ja. Schauen Sie mal, das hier ist Polizeiobermeisterin Randacher. Sie weicht ab jetzt nicht mehr von ihrer Seite. Herr 80er und ich haben beschlossen, dass Sie in ein Safehouse gehen. Warum das? Sie haben den Täter gesehen. Verstehe. Leider ist unser Safehouse belegt. Wir hätten da einen anderen Vorschlag. Wie wär's mit meinem Boot? Das macht Ihnen nichts aus? Solange Sie mir nicht davonsegeln. Gut, dann. Sie? Das ist aber ein schnelles Wiedersehen. Hm? Ja. Brauchen Sie Hilfe? Ich suche das Büro von Herrn Hartl. Ist Ihnen was gestohlen worden? Ich wurde vorgeladen. Ich führe Sie hin. Wir reden dann später weiter, ja? Frau Randacher? In die Pathologie wollte ich gerade. Frau Ortmann. So, Herr Hartinger, wenn Sie bitte Platz nehmen. Ja, aber ich habe keine viel Zeit, gell? Oh, mir schon. Auf jeden Fall haben Sie seinem Klaus Heiser Auto letzte Woche zerkratzt und ihm die Reifen aufgestochen. Und an seiner Windschutzscheibe ist ein Zettel gehangen, auf dem es gestanden Eigentum verpflichtet. Und jetzt sagt man halt, dass womöglich eventuell der Fratschner das gewesen sei, kannte. Ah, der Hartinger wäre jetzt da. Was? Der Immobilien-Hartinger? Ja, der wäre jetzt da. Frau Stadler sind so lieb und suchen die Nummer von Martin Fratscher raus. Und dann stellen Sie gleich her. Mach ich selbstverständlich gern, Herr Hofer. Super. Ja, was ist jetzt? Vernehmungsraum oder? Was wäre? Ja, der Hartinger, der ist jetzt da. Ja, freilich Vernehmungsraum, was sonst? Ja, red halt. Ich frage nicht so taktisch. In Sachen Hartinger und Hai habe ich bei auch noch eine ganze Menge. Ich habe es bloß auf Nehmung. Ich muss scheißen wegschauen. Wie so ein Übermensch. So, Herr Hartinger, wenn Sie bitte mitkommen möchten. Das dauert doch nicht lang, weil die Frau Grossmann. Ja. Grüß Gott, Hartl, wir haben einen Termin. Moment. Sie arbeiten für den Herrn Hartinger? Nicht mehr. Ja. Seien Sie gut und warten hier ein bisschen. Hartl, Herr Hansen. Was ist jetzt mit mir? Du bringst den Hart in den Vernehmungsraum, hab ich dir doch gesagt. Geh mal. Mitkommen. Sag mal, Hartl, was hast denn du mit der Grossmann zu tun? Das ist jetzt die andere Geschichte, die hat aber auch mit dem Hai zu tun. Die Grossmann ist doch die Assistentin vom Hartinger. Und der hat sie angezeigt, weil sie firmeninterner ausplaudert haben soll. An wen? An den Klaus Hai. Da schon, ja. Ja? Haben Sie einen Moment. Ist die Dame wieder weg? Kommen Sie. Nicht, dass ich Ihre Fangquote schmälere. Jetzt kommen Sie schon. War das der Mann in Ihrer Wohnung? Ist noch nicht meine Wohnung. Nein. Sicher? Ja.
Gut. Grüß Gott, Herr Timmel. Ah. Herr Hansen! Augenblick mal. Ortmann hat ihn ausgeschlossen. Das muss aber noch nichts heißen. Ich schau mal, was im Donner rausgeht. Gut. Herr Hansen? Herr Hartmann. Also, was machen wir denn jetzt mit der Frau Grossmann? Hä? Ich rede mal mit ihr. Ich hätte aber auch ein paar Fragen. Ich kann Ihre Fragen ja übernehmen. Das sind aber sehr spezielle Fragen. Na du, sonst sind Sie doch immer froh, wenn Sie den Fall abgeben können. Aber das ist jetzt ein sehr spezieller Fall. Das ist es. Das schönste Haus vom Chiemsee. Ja, immer das teuerste. Schon schön, oder? Sehr schön. Bitte. Das ist jetzt aber nicht ernst, oder? Dann pette ich mir nicht ums Lips. Wenn ich meinen Jungen kenne, hat er sicher bei Ihnen anschreiben lassen. 200. Reicht das überhaupt? Ja. Passt schon. Bei Sven stellen sich die Auslagen so sicher ein wie in Hamburg der Regen. Gern ein Champagner. Danke, Herr Hans. Danke für alles. Bis zum Jahr. Alles gut. Schönen Tag noch. Danke. Wie lange sind Sie jetzt schon in Ihrem Gewerbe tätig? 37 Jahre. 37 Jahre. Ein Rosenheimer Urgestein sozusagen. Ja, ihr Wohnungen und Häuser verkauft und vermietet, da sind sie nur in der kurzen Hose rumgerannt. Und noch nie was Schlechtes über sie gehört? Na, ich war immer fair zu den Leuten. Und plötzlich, vor 5 Jahren, springt der Klaus Hai in ihr Becken und schnappt ihnen die dicksten Fische weg. Und jetzt ist er tot. Was? Der Klaus Hai? Der Klaus Hai. Was glauben Sie jetzt, was ich da jetzt denke? Entschuldigung. Augenblick, bitte. Marie, was willst du schon wieder? Die brennt wieder Hut. Kommt bloß, wenn der Hof brennt. Ich hab sie herbestellt, also krieg ich's auch. Das ist doch kein Kriterium. Wer zuerst kommt, malt zuerst, sagt bei euch doch auch so, oder? Wir malen hier aber nicht, wir lösen hier Fälle. Ja, Frau. Betrugsfälle. Hier geht's aber um Mord. Das sagen Sie vielleicht. Ja, das sag ich. Ja. Na, geht's darum, wer den Fisch an Land ziehen darf? Wir waffeln was zu dritt. Ich habe nämlich da was sehr Interessantes drin. Fotos. Eindeutige Fotos. Frau Grossmann. Der Herr Hai ist einem Chef immer einen Schritt voraus gewesen. Bekommt denn das, Frau Grossmann? Woher hat er denn so gut über die Projekte vom Herrn Hartinger Bescheid gewusst? Das weiß ich nicht. Haben Sie den Herrn Hai eigentlich kennt? Wir sind uns ab und zu über den Weg gelaufen. So? Mehr nicht? Nein. Wie hat Herr Hartinger... Moment. Also Sie haben den Herrn Hai nie direkt getroffen? Nein. Oder mal andersrum, wir haben und Sie haben mal vorne Unterlagen von der Firma übergeben. Nein. Wie haben Sie eigentlich den Tod von Herrn Hai? Moment bitte. Frau Grossmann, seien Sie sich da ganz sicher? Ja. Schön. Herr Hartl, kommen Sie bitte mal mit. Ja. Gleich, gell? Herr Hartl, so geht das nicht. Sie brauchen ja Stunden, bis Sie endlich zum Punkt kommen. Jetzt passen Sie mal auf. Ich habe meinen Stil und Sie haben den Ihren. Jetzt rücken Sie endlich mit den Fotos raus und sind wir morgen noch hier. Das muss alles aufgebaut werden. Wir schreiben hier kein Theaterstück, das ist eine Vernehmung. Der Einzige, der Theater macht, das sind Sie. Wo finde ich ja Frau Stockel? Da. Und ich verstehe nicht, warum. Ja. Grüß Gott, Frau Atschner. Sind Sie Frau Stockel? Ja. Sie haben mich herbestellt, worum geht's? Das werden Sie dort schon erfahren, Herr Fratschner. So,
Den Hertinger, die hat man nicht wiedererkannt. Ist der Fratschner schon da für die Gegenüberstellung? Er steht hinter dir. Wo? Grüß Gott, Fratschner. Was für eine Gegenüberstellung? Das wär's schon früh genug erfahren, Herr Fratschner. Gehen wir mit. Sie sollten mal die Strategie ändern, weil das funktioniert hier nicht. Entschuldigung, ich wäre soweit. Gut, für was? Später. Charlie, komm mal her, bitte. Pass auf den Graf auf, dann weißt du, was ist. Passt du kurz auf Herrn auf. Herr Fratschner, Sie bleiben beim Kollegen, alles weitere erfahren Sie vom Herrn Hauptkommissar Hofer. Kabine, warte dabei! Ach, Herrschaft Marie, so entfällt. Jetzt bleibst du hier mal stehen, ne? Ich würde nur gerne vorher noch mal kurz zu mir nach Hause. Ah ja, geht nicht. Ich brauche aber meine Sachen. Ihre Sachen wird eine Beamtin holen. Machen Sie eine Liste. Listen seien Sie gewohnt als Controllerin, gell? In meinen Sachen kramt niemand herum. Sie fahren mich zu mir, da packe ich meine Sachen und dann fahren wir in Ihr Bootshaus. So. Also ich will jetzt meine Strategie wie gerne nicht ändern. Ich würde sagen, Sie machen das. Weil... Wo ist er? Wer? Ja. Der Fratschner! Ja. Erzähl fix noch mal! Ja, der Hai hat mir ein paar Geschäfte vermasselt. Und meine persönliche Assistentin hat er zur Spionin umgewandelt. Ja, es steht nicht gut um meine Firma. Aber deswegen bringe ich doch keinen um. Ja. Wo waren Sie heute Morgen zwischen 9 und 10? Ja, unterwegs. Termine. Der Herr Mohr hat mir erzählt, dass Ihre Kollegin den Täter gesehen hat. Ja, dann machen wir halt eine Gegenüberstellung. Und dann kann ich wieder gehen. Ist schon passiert? Frau Kostmann, schauen Sie mal. Diese Fotografien hier hat ein Privatdetektiv geschossen. Jetzt sagen Sie bitte nicht, dass das der Speisplan von Ihrer Kantine ist, den Sie da dem Herrn Hai übergeben. Einem Chef sind ein Haufen Geschäfte durch die Lappen gegangen. Die Firma steht jetzt vor der Insolvenz. Was haben Sie von Herrn Hai dafür bekommen? Geld? Ja? Sonst nichts? Nein. Wirklich nicht? Was denn noch? Hat Herr Hartinger Herrn Hai vielleicht gedroht? Ja, öfters. Wenn er mit ihm telefoniert hat. Was hat er ihm da genau gesagt? Einmal, da hat er ihm gesagt, dass er ihn abstechen würde wie eine Sau auf der Schlachtbank. Aha. Wann hat er ihm das gesagt? Vor 3 Wochen etwa. Da hat ihm Herr Hai gerade wieder ein Projekt weggeschnappt, das eigentlich schon in trockenen Tüchern war. Dank Ihrer Mithilfe. Haben Sie noch was, Kollege? Nein. Na, das ist doch gut. Ja, wir können gehen. Entschuldigung, die Kollegen darf warten wegen derer Gegenüberstellung. Wiedersehen. Ja. Was ist? Soll ich lüften? Na, aber... Der Fratschner ist weg. Wie, war's weg? Ja, nicht mehr da, weg, abgescheit. War das der Mann vorhin auf dem Gang? Ja. Vielleicht hatte die Ortmann ja wiedererkannt und hat sich verdrückt. Das war aber saut und klaffer. Wir machen aber keine Weltreise, ne? Ich dachte, als Controller wäre man vertraut mit Ökonomisierung. Aha. Hoffentlich geht mein Boot nicht unter. Hey! Was denn? Zerbrechliche Kleider drin? Kriege ich bei dem Gewicht wenigstens eine Zulage für den erhöhten Spritverbrauch? Ja, ich wollte dich überraschen. Wohl nicht der richtige Zeitpunkt. Ihr verreist. Das sind Ihre Sachen. Frau Ortmann, eine Kollegin. Guten Tag, Frau Ortmann. Olaf Hansen. Mein Vater. Auch guten Tag, Herr Hansen. Sind Sie auch Polizistin? Ich mache das Controlling. Aha, und jetzt machen Sie mit meinem Sohn ein Segelturn. Nein, ich übernachte hier, dienstlich. Sie übernachten?
Dienstlich? Ja, Papa, dienstlich. Ja, scheiß drum. Im Kühlschrank liegt eine Flasche Champagner für dienstliche Anlässe. Ich will nicht weiter stören, nur ein paar Takte mit meinem Sohn reden. Na komm, lass mal, ich mach das schon. Jetzt gib schon her. Bitte. Danke. Nein, 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 nein. Den Rest macht mein Sohn. Es hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Ja, mich auch. Wie heißen Sie mit Vornamen? Patricia. Der passt zu Ihnen. Sie können an Bord kommen. Sie haben halt Schlimmes erlebt, da wollt ihr mal schauen, wie es einem so geht. Mei, das ist aber nett. Schauen Sie. Da sind sonst die Berge. Aha. Schön. Wollen Sie auch einen Kaffee? Ja, gern. Super. Wenn es geht, vielleicht mit ein bisschen Milch. Ja, freilich. Also, dass Sie hier mal auftauchen, ich pack's nicht. Man macht ja jetzt aus seinen Gedanken. Mei. 80er? Ah, Frau Grandauer. Ja, ja, ich weiß, dass heute Deadline ist. Ja, sagen Sie den anderen, Sie kriegen auf jeden Fall heute noch Bescheid, ob sich Frau Hofer für den Verwaltungsposten aufstellen lässt. Gut. Ach, Frau Grandauer, seien Sie doch bitte schön so gut und rufen Sie mich in einer halben Stunde nochmal an. Ja, rufen Sie bloß an, brauchen Sie nichts sagen. Sie können jetzt reingehen. Schönes Auto. Ja, ist ja auch meins. Wo bist du abgestiegen? Hotel Rosenheim. Ich habe erst morgen um 15 Uhr Termine. Essen wir um 12 bei deinem Seglerfreund? Kann ich nicht versprechen. Wie lange bleibst du? Eine Woche. Eine Woche? Was machst du hier eigentlich? Interessiert dich doch nicht. Ist es diesmal ernster? Das ist völlig unernst. Schade. Die erste Frau an deiner Seite, die mir gefällt. Sie ist aber gar nicht an meiner Seite. Du hast schon immer für alles länger gebraucht. Ach, Papa. Hotel Rosenheim, bitte. Deine Wohnung möchte ich auch sehen. Für einen kurzen Moment habe ich gedacht, dass Sie hier sind, um wieder die alte Geschichte aufzuwärmen. Was für eine alte Geschichte? Ja, dass ich Verwaltungsdirektorin von der Musikakademie werden soll. Frau Hofer. Ich weiß, wann ich aufhören muss. Wie wird's denn jetzt? Tja, wie's so ausschaut, Frau Nüsswien-Berner. Was? Die dürre Realschullehrerin, die immer diese greislichen Dichterlesungen organisiert? Sie, ich war da mal auf so einer Veranstaltung, da hat der Dichter den Text erst stundenlang mit einer Rasierklinge aus seinem Buch geschnitten und dann die Fetzen durcheinander gemischt vorgelesen. Die Nüsslin-Werder war total begeistert, unfassbar. Absoluter Schwachsinn. Und so ein Schmarrn wird auch noch von unserem Kulturausschuss finanziert. Na, und die soll Verwaltungsdirektorin werden. Ja, nee. Ja, kann die das überhaupt? Wir haben halt sonst niemand. Frau Hofer, Sie wären natürlich 10-mal besser geeignet, aber... Ja, wie die Nüssle wäre da auf alle Fälle. Und außerdem, ich sag ja noch, was... Entschuldigung. 80er? Ach, Frau Nüsslin-Werder. Ja. Aha. Ja, wenn Sie meinen. Ja, dann werde ich Ihre Bitte dem Verwaltungsrat verlegen. Gut. Wiederhören, Frau Nüsslin-Werder. Schönen Abend noch. Was ist? Ja, sie nimmt nur an, wenn wir unsere Räumlichkeiten auch für andere künstlerische Veranstaltungen öffnen. Für ihre saubläden Dichterlesungen vielleicht?
Wow, Sie haben sich ja ins Zeug gelegt. Ich muss mich doch gut mit Ihnen stellen. Müssen? Habe ich müssen gesagt? Ich meinte natürlich wollen. Trotzdem kriegen Sie keine Sonderkonditionen für Ihre Spesenabrechnung. Ich weiß, Sie sind unbestechlich. Aber das hier ist auch nicht für die Controllerin, sondern für die Frau in Ihnen. Schön haben Sie das gesagt. Kommen Sie mit dieser Tour immer durch? Meistens. Sagen Sie mal, was hat mein Vater vorhin eigentlich noch gesagt? Er hat mich nach meinem Vornamen gefragt. Und? Er hat gesagt, er passt zu mir. Mein Vater hat schon immer ein Faible für alles Höhergestellte gehabt. Höhergestellte? Patrizier. Das bedeutet doch so viel wie dem römischen Adel angehörig. Sowas gefällt meinem Vater. Höre ich da einen leisen Unterton von Missfallen? Mein Vater und ich, das ist eine lange Geschichte. Naja, wir haben den ganzen Abend Zeit. Eben. Und den will ich nicht mit dem leidigen Thema Vater verplempern. Da gibt es viel schönere Themen. Zum Beispiel, dass Sie noch hübscher gekleidet sind als im Büro. Danke. Dank Ihnen konnte ich auch meine ganze Kollektion mitnehmen. Für den Anblick bin ich jederzeit wieder bereit, einen erhöhten Spritverbrauch zu riskieren. Prost. Und das war Arbeit. Wir haben alle Wohnungen von allen Leuten von der Mieterorganisation durchsuchen lassen, aber dann haben wir ihn gefunden, den Fratschner. Gut gemacht, Herr Mohr. Danke. Frau Ortmann. Morgen. Morgen, morgen. Und wie schläft es sich in meinem Bootshaus? Sie meinen nach unserem Abend zu dritt? Das war ein Notfall. Musste Lara doch meine Hilfe anbieten. Und Sie anschließend auch nach Hause fahren? Sie hat einen Platten, glaube ich, das hat sie doch gesagt. Welch ein Glück, dass Sie zur Stelle waren. Sie müssen doch alles missverstehen, hm? Das ist die Nummer 2. Bitte? Ach so. Ganz sicher? Hundertprozentig. Herr Mohr, nicht wieder laufen lassen. Wie macht er sich so? Gut. Sehr gut. Alle mögen ihn. Damit hat er noch nie Probleme gehabt. Ja. Frau Stockel, das ist der Vater von unserem Herrn Hansen. Frau Stockel ist unsere Sekretärin. Guten Tag. Grüß Gott. Grüß Gott. Sie schauen sicher, wie sich Ihr Sohn so macht, gell? Frau Stockel, die Mappe können Sie ruhig hier lassen. Ich bringe Sie ihn dann rüber. Mhm. Schön, dass wir uns kennengelernt haben. Ja, das freut mich auch. Wiederschauen. Leben Sie wohl. Verdammt, ja, ich war in der Wohnung. Aber ich habe ihn nicht umgebracht. Ja, ja. Was wollten Sie in der Wohnung? Mit dem Hai reden. Persönlich. Sonst verkehrt er ja nur über seine Rechtsanwälte mit uns. Also, Sie sind in die Wohnung gegangen und dann? Ist er da gelegen. Mit der Schere im Rücken. Herr Hans, komm uns doch bitte. Weiter. Ja, ich wollte abhauen. Doch dann kamen die Frauen die Treppe hoch, also bin ich wieder zurück und habe mich im Schlafzimmer versteckt. Warum haben Sie sich versteckt, wenn Sie es nicht waren? Das liegt auf der Hand, oder? Ich wollte vermeiden, dass Sie mich für einen Täter halten. Herrschaft. Herr Hansen, bitte. Herr Hansen, Sie können sich ruhig heute Nachmittag freinehmen. Wir sind mitten im Fall. Das schafft der Hofer schon allein. Arbeit geht vor. Müsstest du doch am besten wissen. Hm? Frau Ortmann, ich möchte Sie heute gern zum Mittagessen einladen. Mich? Ja, um 12 ins Times Square. Ja, gut. Vielleicht kommt er ja dann. Also, ich verstehe Sie nicht. Jetzt ist Ihr Vater schon mal da. Ja, und schon müssen alle nach seiner Pfeife tanzen. Der Herr Heil wollte Sie und Ihre Mitstreiter aus Ihren Wohnungen vertreiben. Sie haben sie mit ihm angelegt. Die anderen auch. Ja, aber Sie sind der Redelsführer. Haben wir es oder kommt der Nummer? Ja, ja. Also, Sie haben ihn in der Wohnung aufgesucht, um ihn umzustimmen. Er wollte Sie aber nicht umstimmen lassen. Da haben Sie ihm die Schere in den Rücken gerammt. Das ist einfach nicht wahr. Wieso sind Sie denn gestern abgehauen? Das war eine blöde Kurzschlusshandlung. Ja, genauso wie der Mord. Ihr
Ich hab bei Herrn Hansen seinen Papa kennengelernt. Na, wo denn? Beim 80er ist er gesessen. Aha, gut. Wie ist er so? Ein Herr. Ganz anders als der Junge. Jetzt reicht's. War der Hartl da? Ja. Hast du was gegen den Hartl? Nein, ich hab gar nichts gegen Hartl, aber der Hartl ist immer bei dir herin und frisst meine Keks. Mein Michi. Servus. Servus. Und? Hat die Spussi was gefunden? Nein, aber Frauenklamotten haben sie gefunden in Heiß seiner Wohnung. Und das kann wichtig sein, weil der Hai war nämlich Single. Apropos Spuren, wie gestern in der Wohnung war, habe ich ein Parfüm gerochen, das ich kenne. Das heißt Armageddon und das ist ein schweineteurer Duft. Und? Ja, und den habe ich dann da drüben im Büro wieder gerochen. Bei uns? Ja, als der Hansen mich gefragt hat, ob er das Fenster aufmachen soll. Das war doch, nachdem wir die Großmann verhört haben. Allerdings. Die Kleider in Heiß seiner Wohnung, die haben auch so eigenartig gerochen. So Maiglöckchen oder Muschus oder sowas. Vielleicht sind die ja von der Großmann. Der Schluss liegt nahe. Mir ist also gut, besorgen uns die Kleider und die Frau Grossmann. Alles recht. Von wegen, sie hat sich mit dem Heino zur Übergabe der Unterlagen getroffen. Sie hatten doch was miteinander. Schaut ganz aus. Ach, Herr Hofer, hätten Sie einen Augenblick Zeit? Jetzt ist gerade schlecht. Dauert nicht lang. Komm mal. Ja. Zum Wohle. Ah, Herr Hansen. Haben Sie Ihren Sohn getroffen? Haben Sie Fisch? Freilich. Frisch aus dem Chiemsee. Gibt's da eine Spezialität? Gebratene Renke. Für drei, bitte. Ach so. Bitte, Herr Hofer. Ja, folgendes. Ihre Schwester hat sich jetzt bereit erklärt. Bereit erklärt? Zu was? Ja, für den Posten der Verwaltungsdirektorin zu kandidieren. Ja, ich weiß, dass Ihnen das jetzt nicht in den Kram passt. Sie befürchten, dass dann noch mehr Hofarbeit an Ihnen hängen bleibt. Was heißt denn da befürchten? Ich versichere Ihnen. Das wird nicht geschehen. Das hat meine Schwester damals auch gesagt, wie sie für den Stadtrat kandidiert hat. Das hört sich jetzt alles recht schön an. Und ich kriege dann wieder Probleme im Kommissariat. Danke. Nein, nein, wir werden da eine einvernehmliche Lösung finden. Sie legen sich mit der Ordnung an? Ja. Kann ich das schriftlich haben? Herr Hofer, Sie haben mein Wort. Fangen wir an. Meinen Sie nicht, dass er noch kommt? Ich kenne ihn. Herr Kaspar. Also, das sind die Kleider aus der Wohnung vom Hai und höchstwahrscheinlich die Kleider von der Großmann, oder? Und? Eindeutig, das ist der Duft. Und Frau Stockel sagt ja auch, dass sie den schon in der Wohnung gerochen hat. So ist. Na also. Sie böser Kopf, ich guter Kopf? Oder andersrum. Was gibt's denn da zum Grinsen? Also wirklich. Sven schlägt nach seiner Mutter. Sie war wunderschön, heiter, leichtgütig und immer ein wenig unkonventionell. Der schiere Gegensatz zu mir. Bis heute führen mein Sohn und ich diesen Gegensatz fort, mit dem Unterschied, dass er nicht so schön ist. Und wo ist der Gegensatz? Ich bin ein disziplinierter, ordnungssüchtiger Pfeffersack, ähnlich wie Sie. Ja, da war jetzt die Ricke. Einen guten Appetit. Sie halten mich für einen Pfeffersack. Mit dem Unterschied, dass Sie um einiges schöner sind. Frau Grossmann, Sie haben gestern ausgesagt, dass Sie morgen zwischen 9 und 10 Uhr zu Hause waren. Bleiben Sie dabei? Ja. Welches Parfum benutzen Sie? Armageddon? Mhm. Ein sehr teurer und sehr seltener Duft, den man auch am Tatort riechen konnte. Was sagen Sie dazu? Gar nichts. Also ich würde sagen, Sie haben sich mit Herrn Hai in der Wohnung getroffen. Nein, das habe ich nicht. Warum haben Sie uns verschwiegen, dass Sie was mit ihm gehabt haben? Hm? Das stimmt nicht. Schauen Sie mal. Diese Kleider haben wir in Hais Wohnung gefunden. Amokado. Schon wieder Ihre Marke. Kann das Zufall sein? Und wir haben noch was gefunden, Frau Grossmann. Das ist Ihre Schere aus Ihrem Schreibtisch in Ihrem Büro. Mit dem Blut von Herrn Heisern. Jetzt kommt der Weichspüler.
Sie haben ihn geliebt. Und er hat ihn übel mitgespielt. Er hat ihm versprochen, dass er sie heiratet und seine Firma aufnimmt. Ihnen ging es doch nur um Geld und Karriere. Und als sie dann aufgeflogen sind und er sie nicht mehr gebraucht hat, hat er sie fallen lassen. Ja. Im Regen hat er mich stehen lassen. Eiskalt. Ohne mit der Wimper zu zucken. Dafür musste er büßen. Und das war dann vorsätzlicher Mord. Und habt ihr es mitgekriegt? Ja. So eine schöne Frau. So was Feines habt ihr heute gar nicht verdient. Hei, ein dicker Geldbeutel schlagt eben alles, Hadl. Da können wir mich nicht mithalten. Ihr seid halt keine Haie. Nein, wir sind wohl eher Thunfische. Na, dann tun wir jetzt, was wir tun müssen. Auf geht's.